Willkommen zu einer neuen Folge Deep Dark Hours. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder zum ersten Mal da seid. Für die, die schon öfters dabei waren, ihr kennt das Spiel. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, at Deep Dark Hours Podcast, der erfahrt ihr immer die neuesten Sachen. Zudem gibt es auch zu jeder Folge etwas Bildmaterial und natürlich können wir uns da auch super über die Fälle austauschen. Ich mache da auch sehr gerne in letzter Zeit Umfragen und ähm, ja, so, so kann ich dann ein bisschen mehr erfahren, was, was ihr über den Fall denkt. Es würde mich also freuen, wenn ihr da folgt. Ihr könnt aber natürlich auch auf Facebook, Instagram oder sonstigen Sachen bzw. Kanälen folgen. Ähm, für die, die schon länger reinschalten, ihr habt es gehört, bei der letzten Folge gab es tatsächlich ein neues Intro. Falls euch das Intro genauso gut gefällt wie mir, dann hört doch mal rein. Ähm, das Intro habe ich nämlich zu verdanken dem Daniel von der Band Edgar R. Also vielleicht einfach mal bei der Band mit reinhören, vielleicht gefällt euch das. Und ähm, ja, einfach mal ein Like da lassen, Support ist wichtig. In der letzten Folge ging es um Liberty German und Abigail Williams, die an ihrem freien Tag auf der Moran High Bridge in Delphi, Indiana ermordet wurden. Auch zu diesem Fall hatte ich ein paar Umfragen auf Instagram gestartet, an denen ihr teilnehmen konntet. Also diejenigen, die auf Instagram auch folgen. Ähm, die Mehrheit von euch denkt, es handelt sich lediglich um einen Täter und es waren nicht mehrere an diesem Verbrechen beteiligt. Ebenfalls denkt ihr auch mehrheitlich, dass die Ermittler bereits genau wissen, wer der Täter ist, aber noch nicht genug Beweise haben, um diesen zu verhaften. Ähm, fast alle von euch denken auch, dass der Täter wie die Mädels auch aus Delphi kommt. Und bei der Frage, ob ihr denkt, es besteht ein Zusammenhang zwischen Abby und Libby und Elizabeth und Lyric, wart ihr euch uneinig. Die Hälfte hat für Ja gestimmt, die andere Hälfte für Nein. Ich persönlich glaube auch nicht, dass da unbedingt ein Zusammenhang besteht. Solltet ihr mir zu dem Fall noch irgendwas mitteilen wollen oder etwas mit mir besprechen wollen, dann schreibt mir gerne oder schreibt auch auf Instagram unter die Beiträge. Vielleicht möchtet ihr auch anderen noch was mitteilen. Seid aktiv, schreibt gerne dazu noch was. Nun aber zur heutigen Folge. Auch dafür hatte ich eine Umfrage gestartet, was euch am liebsten wäre. Ähm, in der Umfrage war die Mehrheit für einen rätselhaften Todesfall und was soll ich sagen, euer Wunsch sei mir Befehl. Wie immer lade ich euch dann ein paar Bilder auf Instagram hoch, damit ihr da ein bisschen veranschaulichen könnt. Den Fall at Deep Hours Podcast. In der heutigen Folge geht es um den rätselhaften Tod von Magdalena Żuk. Die 27-jährige Polin Magdalena Żuk war eine sportliche und erfolgreiche junge Frau. Sie war spontan und galt durchaus auch als impulsiv. Sie besaß, seitdem sie 22 war, einen eigenen Kosmetiksalon, der auch gut lief. Nebenher studierte sie Diätik. Am 25. April 2017 wollte Magda ihren Freund Markus W., mit dem sie seit kurzer Zeit zusammen war, an seinem Geburtstag mit einer Reise nach Ägypten überraschen. Wie gesagt, sie war nun mal eine sehr spontane und impulsive Person und ja, sie war wohl urlaubsreif und sah das als äh, prima Geschenk für ihn an. Sie selbst war wohl laut Markus auch schon öfters in Ägypten. Die Eltern können das jetzt so nicht bestätigen. Ähm, Sie wussten aber auch nicht, dass jetzt diese Reise nach Ägypten geplant war. Obwohl sie sich von ihren Eltern extra Geld geliehen hatte für die Reise. Sie hatte ihnen aber wohl nicht erzählt, wo es hingehen sollte. Die Reise sollte auf jeden Fall noch am selben Tag losgehen. Leider stellte sich aber heraus, dass die Einreise nach Ägypten für Markus nicht möglich ist. Denn sein Reisepass war weniger als sechs Monate gültig und Ägypten verlangt, dass ein Reisepass noch mindestens sechs Monate Gültigkeit haben muss. Ansonsten, wie gesagt, keine Einreise. Markus versuchte dann über Facebook die zwei Reisentickets zum halben Preis zu verkaufen, allerdings vergebens. Hier stellt sich dann sowieso die Frage, ob das so einfach dann überhaupt möglich gewesen wäre, am selben Tag vier Stunden vor Abflug ähm, da eben die Tickets zu verkaufen und umzubuchen. Vielleicht weiß ja einer von euch, ob das so kurzfristig überhaupt noch möglich ist, eine Änderung bei den Fluggesellschaften. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das so kurzfristig noch möglich ist, äh, auch nicht gegen Aufpreis. Wenn ihr was dazu wisst, immer her damit. Manche Quellen behaupten, Markus hätte über Facebook durchaus Interessenten äh, für diese Tickets gehabt. Ähm, den Interessenten aber dann entweder geantwortet, pfuh, die Tickets sind schon vergeben oder halt gar nicht geantwortet. Aber ja, für, für, für diese Aussage konnte ich halt keinen Beweis finden. Ja, ist auch schwer. Ich kann euch nur sagen, es berichten mehrere Quellen, aber ob es wirklich so ist, ich weiß es nicht. Fakt ist, Markus hat die Tickets laut seiner Aussage nicht verkauft bekommen. Und daher beschließt Magdalena alleine nach Ägypten zu reisen und begibt sich noch am selben Abend auf die Reise nach Hurghada, Ägypten. Am 26.04. frühmorgens kurz vor eins erreicht sie planmäßig den Flughafen in Hurghada und nimmt dann den Transfer zu ihrem Vier-Sterne-Hotel in Anspruch. Ihr kennt das, Pauschalreise, All Inclusive. Meistens ist ein Transfer dabei, sprich, du wirst vom Flughafen eben abgeholt mit einem Reisebus und äh, wirst dann zu deinem Hotel gefahren. Sie wird zum Three Corners Equinox Beach Resort in Masa Alam gebracht, wo sie dann eben geplant hatte, ihren Urlaub zu verbringen, beziehungsweise den gemeinsamen Urlaub, aber jetzt halt alleine. Zunächst soll sie sich wohl auch ganz normal ins Bett begeben haben. Ich meine ja, wenn sie kurz vor eins im Hotel war, von Hörgarda nach Masalam, sind es glaube ich so zwei drei Stunden Fahrt, könnte ich ja ausrechnen. Klar, man geht erst mal schlafen. Sie wollte natürlich auch dann äh, am 26. April gut erholt dann noch in den Tag starten. Am ersten Tag soll sie wohl im Hotel ja ein bisschen aufgefallen sein, weil sie viel getrunken hat, wobei man jetzt sagen muss, all inclusive Reise. Ja, es wird nun mal oft auch ausgereizt, ne? Ähm, und sie soll sehr häufig mit äh, Mahmoud, dem Reiseleiter im Hotel, gesehen worden sein. Aber es soll alles eher unauffällig gewesen sein. Also schon eher wie eine Dame, die Spaß hat, aber jetzt nicht, dass sie sich super komisch verhalten hat. Abends soll sie dann aber wohl von ihrem Handy aus ihren Freund Markus angerufen haben. In diesem Telefonat sagte sie, dass sie sich unsicher fühlte und dass sie ähm, Stimmen vor ihrem Hotelzimmer hört und ähm, dass sie sich nicht sicher ist, ob nicht irgendjemand in ihrem Hotelzimmer war. Und ja, sie fühlte sich auf jeden Fall irgendwie beobachtet. Das war alles schon ein sehr kurioser Anruf und ähm, Markus fand es halt auch komisch und hat daraufhin tatsächlich ähm, bei der Rezeption angerufen und gebeten, dass doch mal jemand schaut, ob da irgendwas ist. Das Ganze äh, blieb aber ohne großartigem Ergebnis, denn es schien wohl alles in Ordnung zu sein. Am Abend vom 27. Sprich einen Tag später, verhält sie sich noch komischer. Sie schreibt ihrer Familie sehr komische Nachrichten von Mahmoud Handy aus, in denen sie zum Beispiel fragt: Wo seid ihr, wann kommt ihr denn zum Pool und wie lange braucht ihr noch? Und ähm, das ist natürlich ein bisschen arg komisch, denn. Sie war ja alleine da. Ebenfalls ähm, bekamen sie abends auch von Mahmoud Handy ein Foto von Magdalena, wie sie in ihrem Bademantel etwas fertig auf dem Bett liegt. Ob sie jetzt besoffen, müde oder kränklich ist, schwer zu sagen. Ich habe euch dazu auch mal ein Bild hochgeladen, einfach mal schauen. Vielleicht, vielleicht könnt ihr mal eure Eindrücke zu dem Bild schildern. Ebenfalls soll sie dann wohl später ihre Schwester tatsächlich von ihrem Handy aus angerufen haben und ähm, hat sich da für die, für die komischen Nachrichten entschuldigt und ähm, hat halt den Verdacht geäußert, dass sie denkt, man hätte ihr etwas ins Getränk getan. Ähm, in dem Moment, wo das alles halt so zusammenkam, muss Markus wohl einen Rückflug für Magda gebucht haben für den 29 sprich zwei Tage später, es war ja jetzt der 27. weil ihm diese ganze Situation komisch vorkam, weil sie sich einfach komisch benahm, dann die Sache mit, wo sie sagt, sie denkt, sie hätte was in den Drink bekommen und dass sie eben Leute vor ihrem Hotelzimmer hört etc. Es schien alles nicht ganz geheuer und Magdalena schien Angst zu haben und daher organisierte er den frühestmöglichen Rückflug für sie, ähm, ja quasi, um sie da rauszuholen. Am Morgen des 28. wird sie im Bademantel im Hotelflur aufgefunden und von Hotelangestellten gefilmt. Sie liegt dort, ja, ziemlich in Embryonalstellung und verbirgt ihr Gesicht. Ähm, dieses Video wurde dann auch, ja, den Eltern, glaube ich, zugespielt. Ich habe euch äh, auch mal ein Bild davon gepostet, wie sie da liegt. Auch das wirkt sehr komisch. Um, sie wurde daraufhin dann an diesem Tag ins Krankenhaus gebracht, weil sie sich auch generell komisch verhielt und Panikzustände hatte. Und ja, in dem Krankenhaus wurde sie aber abgelehnt, weil dieses Krankenhaus wohl auf Psychologie nicht spezialisiert war, beziehungsweise gar keine Erfahrung hatte und nicht helfen konnte. Um, es wird gesagt, dass dieses Krankenhaus in Masa Alam nicht wirklich mit einem Krankenhaus in Deutschland vergleichbar ist. Also es ist eher so, als, als wärst du in einem Gesundheitszentrum. Da kannst du vielleicht mal einen kurzen Check-up machen, aber es ist halt kein richtiges Krankenhaus. Und normalerweise würde man Touristen dort eher ungern hinbringen, sondern die tatsächlich weiter transportieren nach Hurghada und zu einem richtigen Krankenhaus. Ähm, ein Krankenhausangestellter sagt tatsächlich aus, ähm, dass sie sehr wohl hätte behandelt werden können, nur dass sie sich äh, komplett geweigert hat. Also sie soll wohl im Auto sitzen geblieben sein und hätte eine Untersuchung verweigert. Videoaufnahmen beweisen aber, dass sie an diesem 28. tatsächlich in das Krankenhaus reinging. Ähm, von daher keine Ahnung, ob er jetzt im Nachhinein meint, dass sie schon mal da war oder dass sie dass sie zwischendurch noch mal da war, wo sie dann die ja Untersuchung verweigert hat oder ob er von diesem einen Mal spricht und einfach nur eine schlechte Erinnerung hat oder lügt, keine Ahnung. Wie gesagt ähm, die Kamera beweist, sie war an diesem Tag im Krankenhaus. Nachdem sie dort nicht behandelt wird, wird sie wieder ins Hotel gebracht. Ähm, soweit Fall also beziehungsweise soweit ist an diesem Tag dann nichts mehr vorgefallen. Äh, am nächsten Morgen der 29, wo sie dann eigentlich hätte auch, ähm, ja, weiß nicht, sie, sie wusste ja, dass an dem Tag ihr Rückflug geht, weil den hatte ja Markus gebucht. Aber laut einigen Aussagen versuchte Magdalena angeblich am Morgen des 29. vom Dach des Hotels zu springen. Sie soll wohl angeblich vor Leuten weggerannt sein. Leider konnte ich jetzt hierzu auch nicht viel finden. Vielleicht findet ja einer von euch raus, ob das wirklich so der Fall war oder ob das auch nur hinzugedichtet wurde. Vielleicht findet ihr da mehr Infos. Mittags an dem Tag sollte dann Magdalenas Rückflug gehen. Und am Flughafen angekommen wurde sie von der Fluggesellschaft aber leider nicht ins Flugzeug gelassen. Sie hat sich wohl komplett panisch und komisch verhalten haben, so wie halt auch schon die Zeit zuvor, mit Panikattacken, mit äh, ja, komischen Verhaltensweisen einfach. Und so hat die Fluggesellschaft halt nicht zugelassen, dass sie das Flugzeug betritt, weil sie halt einfach eine Gefahr darstellt. Ähm. Klar in so einem geschlossenen Flugzeug für ein paar Stunden, ja, wer weiß, was mit so einer Frau dann passiert, ja, rastet sie aus, ist sie in Gefahr für andere Passagiere, muss eine Notlandung erwogen werden, kann man zu einem gewissen Grad schon nachvollziehen. Nachdem ihr da verweigert wurde, dass sie nach Hause fliegt, ähm, fuhr Mahmoud zurück zum Hotel mit ihr und wollte sie da ganz normal wieder einchecken. Das Hotel ließ es aber nicht mehr zu. Ähm, da sie sich die letzten Tage schon so daneben benommen hatten, hatte, wollte das Hotel sie einfach nicht mehr aufnehmen. Ähm, da Magdalena schon als Störfaktor und eventuell auch als Gefahr für andere Gäste und für sich selbst eben galt. Und Mahmoud versuchte daraufhin, sie in anderen Hotels unterzubringen. Ähm, hatte aber auch erst beim dritten dann Erfolg, weil die Story hatte sich wohl mittlerweile auch schon rumgesprochen, dass äh, die Dame ein bisschen komisch agiert. Und ähm, mittags ruft Magdalena ihren Freund Markus per Videotelefonie an. Dieser nimmt das Telefonat mit einer separaten Kamera auf, eben weil schon diese ganzen Vorfälle davor so komisch waren. Auffällig ist bei diesem Videotelefonat, dass sie von Mahmoud Zendi aus anruft. Und das Handy nicht selbst festhält, sondern es auf sie gerichtet ist. Es zeigt sie vor einem Hotel. Man muss jetzt dazu sagen, sie verwendet jetzt ja sowieso seit Tagen nur Mahmouds Handy. Ihr Handy ist aus. Keiner weiß warum. Auf diesem Video wirkt sie komplett aufgelöst und fertig. Sie wirbt eigentlich die ganze Zeit nur vor und zurück und antwortet so gut wie gar nicht. Ähm, wenn sie redet, dann redet sie zeitweise ziemlich leise und undeutlich murmelnd oder auch eben weinend oder lautstark. Ähm, sie wirkt einfach wirklich ziemlich am Ende. Das Video wurde mehrfach analysiert und übersetzt, da beide in dem Video logischerweise polnisch sprechen. Einige behaupten, sie würde in diesem Video ganz leise sagen, dass sie vergewaltigt wurde. Das höre ich aber selbst, wenn ich mir, also ich habe mir dann auf Polnisch eben ähm, ja sagen lassen, wie das heißen soll und ähm, habe tatsächlich auch noch mal geschaut in dem Video an dieser Stelle. Ich kann es jetzt nicht raushören, aber sie soll das wohl mehr murmeln und zwar mit geschlossenen Lippen oder die Lippen kaum bewegen. Vielleicht spricht sie auch absichtlich undeutlich und sehr sehr leise, weil der Reiseführer Mahmud kann ja polnisch, ist aber kein Muttersprachler. Vielleicht sagt sie es wirklich so dermaßen leise, dass es wirklich nur Muttersprachler irgendwie wahrnehmen können und äh, sie deswegen Markus quasi einen, einen Hinweis geben will, den ja, der Reiseleiter so nicht mitbekommen kann, während sie da eben am Telefonieren ist und er ihr ja, das Telefon quasi hinhält. In diesem Video fragt Markus sie, was passiert ist und will sie beruhigen und sagt ihr, dass ihr gemeinsamer Freund Maciej auf dem Weg sei, um sie morgen früh abzuholen. Er hatte wohl, nachdem sie ähm, ja, den, den Flug eben nicht betreten durfte, kurzfristig seinen Gumpel organisiert, der sie da eben abholen soll, der dahin fliegen soll und äh, ja, einen, einen Priority-Flug gebucht. Sie antwortet nur, dass sie hier andere Tricks haben und er sie von dort wegbringen soll. Markus fragt daraufhin, was für Tricks? Haben sie dir was angetan? Hab keine Angst, sag es mir. Sie wiederholt, bring mich weg von hier. Er, das mache ich, ich verspreche es dir. Erzähl mir, was passiert ist, hab keine Angst, erzähl es mir. Sie antwortet nur, ich kann es dir nicht sagen, ich kann nicht. Er, du musst es mir sagen, damit ich die Botschaft informieren kann und jemand sich um dich kümmert. Sie antwortet in dem Moment weinend, das wird nichts ändern, es ist zu weit weg, es wird nichts ändern, es wird nichts ändern, es wird nichts ändern. Kurz daraufhin entschuldigt sich Magda dann. Ähm, erneut fragt Markus, was passiert sei. Sie antwortet, bring mich hier weg. Nach einer kurzen Pause sagt sie dann, ich werde nie wieder zurückkommen. Markus antwortet, Du wirst zurückkommen. Was ist passiert? Sag es mir. Sie erwidert, ich kann nicht reden, sorry. Markus fragt daraufhin, Schatz, vertraust du mir? Sie antwortet mit Ja. Markus erwidert, dann sag es mir, ich möchte dich beschützen, sag es mir jetzt, schnell. Sie sagt daraufhin nur M und weicht zwei Schritte von der Kamera zurück und schaut dann weg. Markus fragt, was ist mit dem Buchstaben M? Der Angestellte, ja, Schatz, sag es mir, was ist passiert? Magda antwortet, ich rufe dich von meinem Telefon aus an. Markus erwidert, nein, nein, Schatz, sag es mir jetzt, ich nehme diesen Anruf gerade mit einem zweiten Handy auf, ich brauche das als Beweis, also sag es mir, ich habe keine Angst. Schau mich an und sag es mir. Der Anruf wird daraufhin von Mahmoud, der das Handy hielt, beendet und er teilt Markus mit, das hätte so keinen Sinn, er kontaktiert die Botschaft. Die Frage hier an dieser Stelle ist schon: Warum fragt Markus, Schatz, vertraust du mir? Weil, weil ist ja wohl klar, dass sie ihm vertraut, nehme ich an. Dieses M ist das ein, ein, ein Hinweis auf Mahmoud. Alles schwer zu sagen. Und ich rufe dich von meinem Telefon aus an: Warum hat sie das nicht gleich gemacht? Warum macht sie das in, in Beisein von Mahmoud und von Mahmouds Handy aus? Später hat Magdalena dann wohl so große Probleme, dass sie erneut ins Krankenhaus gefahren wird. Von ihrem Aufenthalt dort gibt es eine Videoaufzeichnung. Hier ist tatsächlich der Fall, dass sie die Behandlung verweigert. Ähm, die Videoaufnahme zeigt am Anfang, wie sie ähm, mit einem Rollstuhl ins äh, Krankenhaus kommt, dann äh, mehrfach versucht zu fliehen von zwei Männern dann ja quasi an, an Hand und Bein über ja halt getragen wird. ja einer links einer rechts, sie dann wieder wieder ein Stückchen rennen kann, dann wieder aufgehalten wird und dann ja zeigt das Video quasi sie links in einem Türrahmen auf dem Boden sitzend. Um sie herum stehen fünf Leute, ja doch fünf. Um, es wird gesagt das sollen wohl alles krankenhausangestellte sein in meinen augen sehen aber die zwei vorderen personen in zivilkleidung nicht so aus als gehören sie zum personal die zwei anderen herren und die dame in uniform sind aber in meinen augen eindeutig krankenhauspersonal Magdal magdalena sitzt da halt eben auf dem boden ist umringt von fünf personen die um sie rumstehen. und es wirkt so, als würden die Anwesenden immer wieder mal in ihre Richtung greifen oder eine Hand ausstrecken. Was auch immer sie da machen, man kann es schwer sagen, denn der eine Herr in Zivilkleidung steht quasi zwischen Kamera und Magdalena. Ähm, dieser Herr verhält sich auch ein bisschen komisch zumindest. Also, also was heißt komisch? Ist jetzt eher so, so, so eine persönliche <laughs> Note von mir. Ich finde es ein bisschen komisch. Also ich habe sowas noch nicht gesehen. Ähm, zunächst einmal schaut er plötzlich über seine rechte Schulter. Also er steht links an der Wand und schaut über seine rechte Schulter den Gang hinunter. Kann sein, dass er da irgendwas gehört hat oder jemanden gehört hat. Oder aber er schaut natürlich äh, nach der Kamera. Und dann lehnt er sich in einer wirklich... In meinen Augen komischen Pose an die linke Wand. Er lehnt sich quasi mit dem Rücken zur Kamera gewandt, mit der linken Schulter links an die Wand. Und dann zieht er seinen rechten Arm über den Kopf und ausgestreckt hat er dann mit der Handfläche die Wand. Also, es sieht ein bisschen, bisschen komisch aus. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand so gemütlich an die Wand lehnt. Jedenfalls habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm. Hätte ich nicht so viele Dachschrägen in meiner Wohnung, hätte ich das auch mal ausprobiert, ob das, ob das gemütlich ist. <laughs> ähm, diese Pose sieht auf jeden Fall ein bisschen unnatürlich und komisch aus. Ähm, es wirkt wirklich so ein bisschen, als will er was verdecken. Aber wie gesagt, das, ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr euch schon mal so an die Wand gestellt habt. Das würde mich sehr interessieren. Ähm, ich habe euch natürlich ein Bild davon äh, hochgeladen. Und ja, nachdem äh, der Herr sich da sehr bequem an die Wand gelehnt hat, ähm, fast der andere Mann, der auch in Zivilkleidung ist, wieder in Richtung ähm, Magdas Gesicht oder, oder ja in Richtung Magda generell. Und daraufhin rastet Magdalena aus. Sie steht auf, geht auf diesen Mann brüllend zu und versucht diesen Mann wegzudrücken und scheinbar zu entkommen, wird aber von dem Mann mit der komischen Pose dann festgehalten und in diesem kleinen Kampf bleibt Magdalena am Rollo des gegenüberliegenden Fensters hängen und macht das Rollo dadurch halb zu. Das ist so ein, so ein Innenrollo mit so einer Schnur zum Auf- und Zumachen, kennt ihr bestimmt. Und noch während diesem Kampf geht die anwesende Krankenschwester zum Fenster und schließt das Rollo komplett, anstatt es zu öffnen. Warum macht sie das? Wirkt für mich jetzt auch nicht so intuitiv, aber gut. In dieser kompletten Situation sieht es generell so aus, als würden die drei Krankenhausangestellten sich eher zurückhalten, aber die zwei Männer in Zivil stark mit Magdalena diskutieren. Es ist auch sehr komisch, dass sie explizit den einen Mann angreift, der eigentlich so generell am weitesten von ihr wegstand. Gut, er hat in ihre Richtung gefasst, aber war halt trotzdem dann wieder weit weg. Es wirkt fast so, als hätte sie explizit mit diesem Kerl ein Problem. Nach diesem Angriff wird Magdalena von den Herren in ein Zimmer transportiert und mit Handtüchern ans Bett gefesselt, damit sie niemanden mehr angreifen kann. Wie schon gesagt, dieses Krankenhaus ist null spezialisiert auf Psychologiefälle. Ähm, daher haben die da auch nicht die normalen Sachen, wie du jetzt so eine Person, die vielleicht selbst gefährdet ist oder generell eine Gefahr für andere darstellt, wie du die halt fixierst, sondern es wird halt mit Handtüchern gemacht. Im Zimmer wird sie wohl von der Krankenschwester betreut und. Ähm, Laut dieser Krankenschwester soll Magdalena dann wohl, nachdem sie sich beruhigt hat, gefragt haben, ob sie auf Toilette gehen darf. Und die Krankenschwester hat sie daraufhin ja, quasi, quasi befreit und die Handtücher gelöst. Und in dem Moment soll wohl Magdalena sie angegriffen haben und ähm, weggeschubst haben und ja, ist dann Richtung Fenster und aus dem zweiten Stock gesprungen. Sie kam unten auf einer Betontreppe vorm Fenster auf und äh, hatte nach diesem Sturz äh, diverse starke Verletzungen. Laut einem medizinischen Bericht war das wohl dreifacher Bruch linkes Bein, gebrochene Rippen, die den linken Lungenflügel punktierten und Kopfverletzungen auf der linken Seite. Ähm, zunächst wurde Magdalena quasi wieder ins Krankenhaus transportiert und ähm, lag dort. Zwei Stunden auf so einer Intensivstation, bis dann entschlossen wurde, dass die Verletzungen so schwerwiegend sind, dass sie in das 300 Kilometer entfernte, größere und bessere Krankenhaus in Hurgada transportiert werden musste. Und ja, daraufhin wurde sie quasi in den Krankenwagen gepackt und ja, sie fuhren los. Ähm, es gibt noch ein Video, wie sie wohl in diesem Krankenhaus in Hurgada ankommt. Ähm, da ist sie quasi auf einer Trage, beziehungsweise auf, auf so einem Rollbett wird sie quasi da rein transportiert. Und sie wirkt aber, sagen wir mal so, sie wirkt nicht so schlimm verletzt, wie, ähm, wie, wie man denkt, sie sollte quasi aussehen. Also das klingt jetzt irgendwie richtig makaber. Ihr, ihr wisst, wie ich das meine. Sie ist wohl noch bei Bewusstsein. Sie, sie bewegt Arme, sie hat die Beine angewinkelt und weiß nicht, es scheint auch so ein bisschen, als hätten alle die Ruhe weg. Also es ist jetzt nicht so, als würde da jemand rennen und äh, schnell machen und schauen, dass, dass da Eile geboten ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie ist in diesem Krankenhaus und ähm, ja, am Morgen des 30. verstirbt sie in diesem Krankenhaus an ihren Verletzungen. Manche sagen, Madge soll wohl sie da noch lebend gesehen haben und dann soll sie kurz darauf gestorben sein. Aber auch dafür konnte ich jetzt keine großen Beweise finden. Ich weiß nicht, ob es so war. Manche sagen ja, manche sagen nein. Schwer. Vielleicht findet ihr da noch genauere Details. Ähm, die Verletzungen befanden sich laut medizinischem Bericht alle auf der linken Seite des Körpers. Auch hier sagen manche. Das kann gar nicht möglich sein, bei einem absichtlichen Springen aus dem Fenster des zweiten Stocks nur die linke Seite verletzt zu haben. Es wäre eher typischer, dass sie da eben mit den Beinen aufkommt und ansonsten, ja, weiß nicht. Ist auf jeden Fall komisch, sagen viele. Ähm, sie behaupten dann, Magdalena soll zu dem Zeitpunkt des Aufkommens auf dem Boden bewusstlos gewesen sein. Und so ließen sich dann die einseitigen Verletzungen erklären. Auch da. Ja, reichen meine medizinischen Kenntnisse jetzt nicht so wirklich auf. Ich, ich meine, wenn sie halt mit der linken Seite aufkam, ja, dann denke ich, könnte schon sein, dass sie natürlich nur Linksschäden hat. Aber keine Ahnung, vielleicht sind da auch bei euch irgendwelche Profis. Immer her mit den Infos, bin gespannt. Ähm, generell sagt das Krankenhauspersonal von Maser Alarm, dass diese Videoaufnahme im Flur, wie sie da ähm, ja, den Herrn attackiert und der andere seine lustige Pose macht. Dass sie dort schon eigentlich aus dem Fenster springen wollte. Wenn ich mir das Video aber angucke, sieht es wirklich nicht so aus. Es sieht eigentlich wirklich so aus, als wäre sie da weg und schubst deswegen den einen da weg und, und beginnt einen Kampf mit ihm und nicht so, als würde sie direkt auf das Fenster zusteuern. Aber ja, manchmal sagt ein Video halt nicht alles aus, was in diesem Moment passiert ist, ja. Ein Video zeigt Bilder, aber ja, halt auch nicht wirklich Ton und. Ja, ich glaube, es ist immer, immer schwierig zu sagen. Kommt halt, glaube ich, auch auf die Perspektive drauf an. Fünf Stunden vor ihrem Sprung aus dem Fenster soll Magdalena müde und kraftlos äh, gewesen sein und auch Beruhigungsmittel bekommen haben, eben damit sie sich beruhigt in dem Bett. Und ja, eine Frage ist dann halt, war das Fenster in, ihr, in ihrem Krankenzimmer jetzt die ganze Zeit offen, dass sie da so also einfach raushüpfen konnte oder hat sie das Fenster vorher auch noch? Aufgemacht, während sie mit der Krankenschwester kämpfte. Auch das konnte ich leider nicht rausfinden, fände ich auch interessant. Wobei man ja sagen muss, so südliche Länder, die haben ja auch ganz oft diese Schiebefenster. Schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Polnische Medien erklären den Fall für Mord und Vergewaltigung ägyptische als äh, Selbstmord aufgrund der schlechten mentalen Verfassung. Die Autopsie durch die ägyptischen Ermittler startete am 10. Mai und wurde von polnischen Ermittlern begleitet. Ähm, die Autopsieergebnisse sollen ein, aber nie im vollen Umfang veröffentlicht worden sein. Ich konnte dazu jetzt auch leider gar nichts finden. Es wäre halt wirklich mal super interessant gewesen. Vielleicht kann man da auf polnischer Seite noch irgendwas finden. Also, falls jemand von euch polnisch kann, <laughs> gerne her ja, mit den Details. Ich bin da leider mit. Ähm, ja, meinem, meinem Englisch, meinem Deutsch und äh, Google Translator und diversen Suchen und Stichworte nicht ganz so weit gekommen. Der Fall wird natürlich auch unter Hobbyermittlern immer wieder besprochen, logisch, wir tun uns jetzt hier auch gerade. Ähm, dass sie in dem Video den Buchstaben M nennt, wird als eindeutiger Hinweis von ihr gesehen, von den meisten. Ähm, die Frage ist halt nur. Worauf. Also, alle denken, M hat irgendwas zu tun oder hat irgendwas ja, angetan. Aber danach gehen halt die Theorien weit auseinander. Viele denken, dass der Reiseführer Mahmoud ihr irgendwas angetan hat, sie vielleicht unter Drogen gesetzt hat, gegebenenfalls wirklich vergewaltigt hat, so wie sie es angeblich auch in dem Video sagt, was ich jetzt leider nicht feststellen konnte. Oder eben ähnliches. Und ähm, sie ihm da halt in Ägypten natürlich hilflos ausgeliefert ist. Ich meine, sie ist alleine da. Sie ähm, kann wohl auch nicht so viel Englisch. Ähm, die Ägypter sind auch nicht so super in Englisch. Und er kann halt Polnisch und ist da tatsächlich ihr größter Übersetzer. Und stetig um sie rum. Ähm, andere denken wiederum, dass sie mit M auf ihren Freund Markus hinweisen wollte. Und ihm so quasi mehr oder weniger eine Falle stellen wollte, weil sie ja wusste, dass das Ganze aufgezeichnet wird. Ähm. Ja, Markus soll das Ganze schon von Polen aus in diese Richtung gelenkt haben und sie absichtlich alleine fliegen lassen, ähm, um sie nach Ägypten eben auszuliefern und sie da quasi, ja, zu verkaufen. Äh, sie soll wohl am Flughafen bei ihrer Abreise geweint haben. Das finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich, wenn sie diese Reise eigentlich für ihren Freund und sich gebucht hat und dann leider alleine fliegen muss. Ich denke, da kann schon mal ein Tränchen fließen. Andere sehen es aber als eindeutiges Zeichen, dass sie eben genötigt wurde, dahin zu fliegen. Ähm, ebenfalls wird behauptet, dass Markus und Mahmoud über Facebook befreundet waren, bis Mahmoud kurz nach diesem Zwischenfall all seine Social-Media-Profile gelöscht hatte. Ob dies aber wirklich stimmt, konnte ich leider nicht herausfinden. An sich, sage ich mal so, sollte er während Magdas Aufenthalt mit Mahmoud über Facebook eine Freundschaft eingegangen sein, finde ich das jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Ich meine, so konnten sie halt gut in Kontakt stehen und äh, Markus viele Infos über Magdas Zustand bekommen. Sollten sie allerdings natürlich vor der Abreise von Magda nach Ägypten schon befreundet gewesen sein, dann ist vielleicht etwas komisch. Ebenfalls kurios an Markus ist, dass er tatsächlich wohl einen weiteren Fall so im engsten Freundeskreis hatte. Ähm, Januar 2016 wurde seine damalige äh, Freundin, das Model Carolina Kaczorowska, in einem Hotelzimmer tot aufgefunden. Sie soll sich dort wohl erhängt haben. Und Magdalena soll nun als seine Freundin rund ein Jahr später in Ägypten aus dem zweiten Stock gesprungen sein, um sich das Leben zu nehmen. Ähm, viele vermuten daher ein Mitwirken von Markus. Es heißt sogar, Markus soll halt, ja. Schon bekannt gewesen sein, dass er mit diversen Drogen am Handeln ist. Ja, das könnte natürlich dann auch vielleicht passen, dass da irgendwie Drogen im Spiel waren und sie deswegen so komisch drauf war. Allerdings müsste man ihr dann natürlich auch, ja, über einen diversen Zeitraum immer wieder was verabreicht haben. Ähm, ist die Frage, wie das möglich ist. Also gut, es gibt Mittel und Wege, keine Frage. Also, ich denke, möglich war das auf jeden Fall, wenn es denn so war. Aber ist ja halt die Frage, ob das, ob das wirklich so war. Eine ganz andere Theorie ist, dass Magdalena einfach psychische Probleme hatte. Ähm, hier wird halt wirklich davon ausgegangen, dass sie vielleicht unter paranoider Schizophrenie litt und äh, sich deswegen da alles zusammenreimte und was zusammensponnen. Eine weitere Theorie lautet das Paris-Syndrom. Beziehungsweise so etwas wie das Paris-Syndrom. Das Paris-Syndrom ist tatsächlich. Ähm, ein Syndrom von Japanern, die Urlaub in Paris machen. Das kommt dadurch zustande, dass sie Vorstellungen von Paris haben und die Realität dann aber so stark von den Vorstellungen abweicht, dass sie da eben ja mentale Probleme mit haben und äh, denen da quasi die Sicherung durchknallt. Daher Paris-Syndrom. Ähm, ja, und Leute gehen davon aus, dass es vielleicht war, dass ähm, Magdalena dort auch in eine fremde Kultur reinkam und einfach verstört war. Wobei ich sagen muss, wenn diese, diese Aussage stimmt, dass sie schon mal in Ägypten war, ob jetzt Hulgada, Masa Alam oder Kairo, ja, ich denke, dann solltest du eigentlich zumindest wissen, worauf du dich einlässt. Also, dann ist das Kulturelle jetzt nicht so der Mordschock. Dieses Hotel sieht jetzt auch nicht aus, als wäre es da irgendwie. Komisch oder überraschend, dass dich da irgendwas schockieren kann. Weiß jetzt nicht, ob das in Frage kommt. Ähm, Bilder von dem Hotel habe ich euch auch mal hochgeladen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass sie vielleicht wirklich eine Krankheit hatte. Also alles, was mit dem Hirn zu tun hat, kann natürlich auch Auswirkungen haben auf dein Verhalten und ähm, Psychosen oder sonstiges auslösen. Es könnte vielleicht sein, dass sie auf dem Flug nach Yogada einen äh, Schlaganfall durch eine Thrombose im Hirn erlitt und deswegen danach so komisch agierte äh, und unter geistiger Verwirrung etc. litt, weil sie sich ja wohl auch schon relativ schnell so komisch verhalten hat. Ja, das wird auch als Theorie genannt. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Vielleicht da auch noch mal Mediziner unter euch könnt ja auch noch mal sagen, was ihr davon haltet. Was kommt generell für euch am meisten in Frage? Gibt es irgendeine Theorie, die jetzt hier noch nicht aufgeführt ist, die ihr für wahrscheinlich haltet? Ähm, ja, lasst mich einfach an euren, äh, euren Ideen teilhaben. Wurde ihr irgendwas ins Glas gemischt? Hatte sie eine Psychose ohne bekannte Vorerkrankung? War Mahmoud äh, gegen sie? Hat er ihr was ins Glas getan? Hat er sie vergewaltigt? Gab es da irgendwas? Oder hat er sich nur rührend um sie gekümmert und versucht, dass sie bestmöglichst irgendwie behandelt wird und dann nach Hause kann? Hatte vielleicht doch ihr Freund Markus was mit der Sache zu tun? Sie waren wohl auch noch nicht so lange zusammen, vielleicht vier Monate. Hatte er was damit zu tun? Steht es im Zusammenhang mit seiner damaligen Freundin Carolina? Lasst mich an euren Gedanken teilhaben. Ich bin gespannt auf all eure Ideen. Solltet ihr wirklich weitere Informationen haben, ob nun hier zu diesem Fall, wie gesagt, wenn ihr noch medizinische Kenntnisse habt oder oder polnisch könnt, schaut euch die Sachen auch noch mal an. Wenn ihr irgendwelche Quellen haben wollt, sagt gerne Bescheid. Wenn ihr schauen wollt, dann, dann kann ich euch da noch mal was geben. Und ja, lasst mich auf jeden Fall teilhaben an euren Gedanken. Und wenn es noch irgendwas gibt, meldet euch. Solltet ihr noch was zu anderen Fällen haben, die älter sind und neue Erkenntnisse, dann natürlich auch immer her damit. Dann kann ich das auch gerne hier im Podcast noch mal ansprechen. Ähm, ja, ansonsten, vielleicht findet sich ja wirklich jemand, der Polnisch spricht und hört sich das Telefonat zwischen Magda und Markus nochmal an. Schaut, ob ihr Lust drauf habt, ob ihr es könnt und äh, meldet euch. Falls ihr generell Themenwünsche oder Verbesserungsideen oder irgendwas auf dem Herzen habt, deepdarkhourspodcast.gmx.de oder auch gerne über Instagram, Twitter, Facebook, egal wo, meldet euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, Liken, folgen und anderen darüber berichten. Gerne auch mal Statusmeldungen teilen. Es hilft natürlich, unsere Gruppe größer zu machen und so können wir natürlich auch mehr über die Fälle reden und spekulieren und uns darüber austauschen. An dieser Stelle vielen Dank für euer Zuhören. Ich hoffe, ihr freut euch schon genauso wie ich auf die nächste Folge. Es wird wieder eine Umfrage geben, was ihr am liebsten hören wollt. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.